Super Sommer Werbewochen beim Elsterwelle Fernsehen. 2:1 heißt es im August. 2 Wochen lang werben und nur eine bezahlen. Sind Sie jetzt neugierig geworden? Dann rufen Sie doch einfach an. 03571 42540. Hoyerswerda 42540. Elsterwelle. Wir bringen Sie ins Fernsehen. Er ist wirklich schnell. Er ist wirklich preiswert. Er ist wirklich nett. Floris Hausmeister-Service. Von Möbelmontage bis Hausgeräteanschluss. Von der Abfallentsorgung bis zum Glühlampentausch. Vom Lüften der Wohnung bis zum Blumengießen. Flori ist überhaupt nicht teuer und in kleinen Sachen der Größte. Floris Hausmeister-Service einfach buchen. Telefon Hoyerswerda 46 73 0. 46 73 0 und im Netz unter lebensraume-hy.de. Ein wirklich tolles Angebot Ihrer Genossenschaft Lebensräume. Mehr als gewohnt. Drehscheibe Lausitz. Immer zur vollen Stunde. Jetzt hier im Elsterwelle Fernsehen. Mit Informationen aus der Lausitz und Sachsen. Schönen guten Abend zu Ihrer Drehscheibe am 15. Juli. Pünktlich zum Ferienstart waren heute die Autobahnen vollgestopft mit Reiselustigen. Darunter auch eine Buskarawane mit 600 Jugendlichen aus Sachsen, die ohne Eltern nach Paris fahren. Die Jugendweilinge freuen sich auf eine erlebnisreiche Woche in der französischen Hauptstadt. Und begleitet werden sie von Drehscheibe-Reporterin Sophia Mattes, die vor Beginn auch etwas Reisefieber hatte. Bonjour Paris, liebe Zuschauer, heißt es für mich ab morgen in der Drehscheibe. Noch bin ich in Dresden, aber das wird sich wie gesagt ab morgen ändern. Und zwar bin ich da mit rund 600 Jugendweilingen aus ganz Sachsen in Paris zur Jugendweihefahrt. Frank Kammer, Organisator von Twini Tour, steht jetzt neben mir. Ja, was ist alles geplant die nächsten Tage? Ja, wir haben natürlich ein spannendes Programm aufgelegt für all die jetzt 600 Jugendlichen, die mit uns verreisen. Von der Fahrt auf der Seine bis natürlich zum Eiffelturm ist ein spannendes Programm aufgelegt worden. Also es wird wieder spannend. Wir waren ja die letzten Jahre auch schon dabei und haben das begleitet für die Drehscheibe. Und es sind ja 600 Jugendliche auf unserer Tour. Ihr hattet aber schon ein paar Touren zu Ostern. Ihr habt mehr Touren jetzt planen müssen, weil ihr Rekord geschrieben habt. Genau, wir sind im 5. Jahr von Bonjour Paris und wir haben in diesem Jahr die Marke von 2000 Jugendlichen geknackt und wir sind ganz konkret in 13 mit fast 2100 Jugendlichen unterwegs. Bei dieser Staffel kommen die Jugendlichen hauptsächlich aus den Raum Zwickau, Chemnitz, Plauen und ein bisschen Erzgebirge. Und was uns sehr freut, auch die Berliner sind mit am Start. Rund 150 Jugendliche aus der Region Barnim werden uns auf dieser Tour begleiten. Ja, bevor wir in Paris ankommen, haben wir noch eine lange Fahrt vor uns. Wie lange sind wir da unterwegs? Wie viele Kilometer müssen wir schrubben? Also wir müssen schrubben so ungefähr 1000 Kilometer. Wir fahren natürlich gemäß den Vorgaben. Wir werden 14 Stunden unterwegs sein, aber es wird eine abwechslungsreiche Fahrt sein. Wir haben Teamer und Betreuer, Animateure mit auf den Bussen, die für kurze Weile sorgen werden. 50 Betreuer sind ja mit. Es sind genau 48 Betreuer. Es sind 3 Sanitäter, immer sehr wichtig. Mit am Start und ich denke, das ist ein rundum sorglos Paket. Ja. Und vor allen Dingen werden wir viel Spaß haben und Sie können das, liebe Zuschauer, in der Drehscheibe ab morgen täglich verfolgen. Ab 18 Uhr geht's los. Da melde ich mich aus Paris, wie gesagt, mit 600 Jugendlichen. Bis dahin, tschüss. Und bei uns geht es gleich weiter mit den aktuellen Meldungen des Tages. Mit Sicherheit für Sie da. Mit einer kompetenten Beratung vom Sicherheitsfachmarkt Security sind Sie auf der sicheren Seite. Hoyerswerda am Bahnhofsvorplatz. Je einfacher das Geld, desto einfacher die Welt mit dem Sparkassen-Girokonto. Ich wollte nur Geld abheben. Da!
Einfach immer da, wenn man einen braucht. Das Sparkassen-Girokonto mit 25.000 Geldautomaten. Wenn's um Geld geht, na, na, na. Willkommen zurück hier in Ihrer Drehscheibe. Wie der Verband der Ersatzkassen heute mitteilt, sind die ambulanten Operationen an sächsischen Krankenhäusern in den vergangenen 10 Jahren stark angestiegen. Immer mehr Patienten können offenbar dank verfeinerter Operationstechniken und moderner Narkoseverfahren nach Hause und müssen nicht länger im Krankenhaus bleiben und überwacht werden. In Sachsen führen 60 der insgesamt 80 Krankenhäuser ambulante Operationen durch. Mehr Nachrichten gibt es jetzt. Vandalen haben auf dem Gelände des Ehrenhains in Hoyerswerda gewütet. Sie stießen eine Bronzeplastik vom Betonsockel. Dabei brach der linke Arm ab. Zudem stahlen die Unbekannten eine in der Nähe aufgestellte Flammschale aus Bronze. Die beschädigte Plastik wurde mittlerweile zur Reparatur abtransportiert. Nach ersten Schätzungen entstand ein Gesamtschaden in 5-stelliger Höhe. Der Staatsschutz hat die Ermittlungen übernommen und sucht nun Zeugen des Vorfalls. Am Hoyerswerda-Lessing-Gymnasium ist mit dem Abriss der Sporthalle begonnen worden. Voraussichtlich ab Ende August soll an gleicher Stelle die neue Zweifelderhalle entstehen. Insgesamt 2 Millionen Euro werden investiert. Die Hoyerswerda-Genossenschaft Lebensräume hatte am Samstag zum traditionellen großen Familiensommerfest in den Park an der Straße des Friedens eingeladen. Remi Demi im Park war das Motto, dem unzählige Besucher folgten. Sie machten Gebrauch von den zahlreichen Mitmachangeboten und einem abwechslungsreichen Bühnenprogramm. Viele Tiere waren Anziehungspunkte für die Stepkes, Lamas, Pferde und kleine fesche Hasen. Vierbeiner aller Größen begeisterten die Kleinen. Neu war die Badelandschaft, die erstmals passend zum schönen Wetter einlud. Auf der Volleyballanlage in unmittelbarer Nähe wurde zum ersten Mal ein Beachsoccer-Turnier mit 12 Mannschaften ausgetragen. Sieger war das All-Star-Team. Stargast Gerd Christian begeisterte dann am Abend die immer noch zahlreichen Gäste im Zuschauerrondell, nicht nur mit Tulpen aus Amsterdam. In der Orange Box in Hoyerswerda wurde am Samstag eine Ausstellung eröffnet. Die Altstadt Hoyerswerda, gestern, heute und in Zukunft das Thema. Das Bürgerforum Zoowiese hatte eingeladen. Gezeigt werden Modelle und Bilder zu bisherig geplanten Projekten am Markt und der Wiese gegenüber dem Zooeingang. Während einer Diskussionsrunde wurde erneut heiß um das Thema Bebauung des Areals diskutiert. Eine Entscheidung wird noch im Juli fallen. Sagen die Stadträte ja zum Projekt, wird gebaut, so Oberbürgermeister Stefan Skora gegenüber Elsterwelle. Das wäre dann eine städtebauliche Katastrophe, sagen die Gegner des für sie zu groß geratenen Projektes. Um die herrliche Akustik der Johanneskirche in der Hoyerswerda Altstadt zu genießen, hatten am Samstagabend Musikbegeisterte im Gotteshaus Platz genommen. Das Vocalis-Ensemble Dresden hatte sich angekündigt. Es erklangen unter dem Motto Jubilate Deo Psalmvertonungen aus verschiedenen Jahrhunderten. Der Deutsche Wetterdienst hat aufgrund anhaltender Trockenheit, sommerlicher Temperaturen um die 25 Grad und einer relativen Feuchte von unter 50% tagsüber bis Freitag eine Trockenheitswarnung herausgegeben. Die genauen Wettervorhersagen für Ihre Region sehen Sie gleich. Immer gut informiert mit Elsterwelle. Dank Ihrer Werbung und ganz ohne Gebühren. John Lennon in Chemnitz. Im Wasserschloss Klaffenbach wird ab Samstag, dem 13. Juli, eine Ausstellung des bekannten Beatle- und Solokünstlers präsentiert. The Art of John Lennon zeigt dabei etwa 140 Zeichnungen, Fotografien, Filme und Objekte aus dem Leben des Künstlers. Angefangen mit seiner Zeit mit den Beatles, über das Zusammentreffen und der Heirat mit der japanischen Experimentalkünstlerin Yoko Ono bis zu intimen Einblicken ins spätere Familienleben werden den Besuchern unterschiedliche Facetten John Lennons näher gebracht. Die Leute erleben einen ganz neuen John Lennon oder ein ganz neues Gesicht von John Lennon. Wir stellen nämlich John Lennon als Privatmann und als Zeichner dar und nicht als bekannten Beatle.
Er war also ein begnadeter Zeichner. Er war auch ein sehr toller Filmemacher, was viele nicht wissen. Und natürlich ein Solokünstler. Wir denken an Imagine oder Give Peace a Chance. Mal ganz abgesehen, dass er nebenbei auch mal ein Beatle gewesen ist. Die John-Lennon-Ausstellung ist über einen Zeitraum von 25 bis 30 Jahren gewachsen. Der Sammler Michael Andreas Wahler hat viele der seltenen Stücke dabei direkt von John Lennons zweiter Ehefrau Yoko Ono erhalten. Seit 2010 tourt die Ausstellung durch Deutschland und Europa. In Chemnitz sind jetzt besonders viele Stücke zu sehen. Ich sage immer, ich habe meinen Spaß an der Ausstellung, an der Sammlung und ich möchte teilen. Ich gehöre nicht zu den Sammlern, wo es sehr viele gibt, die das im Keller verstecken und niemand dran lassen. Also ich will die Freude damit teilen und halt vielen Menschen John Lennon näher bringen. Zu der noch immer wirkenden Botschaft der Rock-Ikone gilt sein großes Engagement für den Frieden, das in der Ausstellung wieder lebendig wird. The Yard of John Lennon ist bis zum 20. Oktober im Wasserschloss Klaffenbach zu erleben. In das Mehrgenerationenhaus Südtreffen Hoyerswerda in der Schweizer Straße sind am Dienstag ab 9 Uhr junge Muttis mit ihren Kindern zum Frühstückstreff eingeladen. Auf der Kinder- und Jugendfarm in Hoyerswerda erfahren Kinder am Dienstag alles über die Arbeit eines Hufschmiedes. Ab 10 Uhr ist ein Vertreter der Zunft vor Ort und wird den Kindern viel Wissenswertes vermitteln. Um 14 Uhr beginnt der offene Freizeittreff, das Motto »Der Farmgarten ruft«. Beim Ferienprogramm des Jugendclubhauses Ossi Hoyerswerda heißt es am Dienstag Beach Action. Treff ist um 13 Uhr am Ossi in der Hermannstraße in Hoyerswerda oder um 14 Uhr in Bröten am See. Innerhalb des Sommerferienprogramms des NATS gibt es am Dienstag eine Exkursion ins Müglitztal ins Osterzgebirge. Die Kids sollten 15 Euro Unkostenbeitrag dabei haben. Start ist um 8 Uhr am Zentrum in der Hermannstraße in Hoyerswerda. Ab 14 Uhr kann man dort Papier schöpfen oder kreativ nach Lust und Laune basteln. Seniorensport ist am Dienstag ab 10 Uhr bei der Volkssolidarität Hoyerswerda im Vereinsdomizil in der Mannstraße 37. Um 14 Uhr beginnt dort dann der gemütliche Kaffeenachmittag. Und um 19 Uhr wird zum Klöppeltreff in das Martin-Luther-King-Haus in der Bonhoeffer Straße in Hoyerswerda eingeladen. In der Nacht leicht bewölkt, teilweise ist Nebel möglich bei Tiefstwerten um 12 Grad. Am Dienstag gibt's viel Sonnenschein bei sommerlichen 25 Grad. Das war die Drehscheibe für Montag. Morgen geht es unter anderem um den ersten Tag unserer sächsischen Jugendlichen in Paris. Dann will sich Sophia Mattes, unsere Reporterin, von vor Ort melden und Urlaubsstimmung verbreiten. Ja, und damit wünschen wir Ihnen einen schönen Abend. Machen Sie es gut. Bis morgen.